Messegelände Wels fand heuer wieder die Fachmesse Integra statt. Diese Messe dient zur Information, zur Verbesserung der Lebensqualität von betroffenen Menschen und deren Angehörigen. Die Information, was Neues gibt für mich, neue Neuerungen für sich, was kann ich besser machen, was ist für mich eine Erleichterung einfach. Ich finde es sehr super, weil man eigentlich immer oder die neuesten Möglichkeiten halt sieht, was gibt. Und von dem her gefällt mir das eigentlich immer gut. Um dies zu bewerkstelligen, liefert die Integra die neuesten Informationen und technischen Entwicklungen im Bereich Pflege, Therapie und Betreuung, die das Leben behinderter und pflegebedürftiger Menschen leichter und angenehmer gestalten. Ja, ich habe schon sehr viele interessante Sachen gesehen. Ich bin jetzt, sage ich mal, 1,5 Stunden da so circa. Ich bin eigentlich noch nicht weit gekommen, weil das Angebot da so intensiv ist. Und durch das, dass ich schon jetzt 10 Jahre im Rollstuhl sitze, kenne ich relativ viele Leute. Und jetzt kommt man natürlich von vielen interessanten Sachen zu vielen interessanten Leuten, kommt man nicht recht schnell weiter. Aber ich werde den ganzen Tag noch nützen heute und versuchen, da viele Informationen einzuholen. Da werden eigentlich immer wieder neue Sachen gezeigt. Und Dinge, an die man gar nicht denkt, sieht man dann hier, wie einem das Leben erleichtert wird dadurch. Ne? Man hat sämtliche, eben von der Waage bis über Betten bis sämtliches Angebot in einem, sagen wir so. Das Spektrum war weitreichend, wie leichtere Pflege durch Hebehilfen. Wir haben uns spezialisiert auf das Thema rückengerechtes Arbeiten in der Pflege, Umlagerungshilfsmittel, Transferhilfsmittel, die dafür da sind, um Gewichtsbelastungen im Stützapparatbereich, Rückenbereich zu minimieren und die Pflege ganz einfach gesund zu erhalten. Das heißt, auch ein Laienpfleger, der seinen Partner, seine Partnerin im Alter pflegen muss, heben muss, auf die Toilette setzen muss, im Bett umlagern muss, hat das Gewichtsproblem, das wir lösen können. Ebenfalls nicht zu vergessen sind Mobilitätshilfen wie Rollstühle, Fahrräder und Elektroscooter. Es ist bei diesem Elektroscooter, der wird jetzt auch vom Land Oberösterreich gefördert, mit ca. 350 Euro. Mit Ökostrombezieher noch einmal 150 Euro dazu. Auch verschiedene soziale Einrichtungen, Selbsthilfegruppen und Therapeuten verschiedenster Gebiete nutzen die Messe, sich vorzustellen. Aber nicht nur Aussteller präsentierten sich, es gab auch Vorträge und Workshops rund um die Problematik des Alltages und Leben mit Behinderung sowie pflegebedürftige Menschen. Dass auch das Leben Spaß macht, zeigt die Trommelgruppe Munch Humpty Dumpty, die ausschließlich aus Behinderten besteht, bei ihrer Performance. Dass diese Messe eine große Wichtigkeit hat, bestätigen nicht nur die Aussteller, sondern auch die große Anzahl der Besucher. Aber auch Therapeuten informierten sich über die neuesten therapeutischen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Heimtrainer und vieles mehr. Ich bin Therapeutin und ich finde eigentlich schon sehr viel Rehabilitationsmaterial, also von Rollstühlen und Hilfsmitteln. Mir würde ein bisschen mehr Therapiematerial, therapeutische Möglichkeiten interessieren, aber im Prinzip ist sehr viel da. Dass das Interesse an dieser Messe von Mal zu Mal wuchs, erzählte uns Gabriele Huber in einem Interview. Ja, ursprünglich hat ja die Messe in Altenhof 1988 begonnen. Da war das eine ganz kleine Ausstellermesse bei uns. Die hat nur in der Halle noch Platz gehabt. Und nachdem das ein großer Erfolg war, haben wir sie entschlossen dazu, dass wir das alle 2 Jahre machen. Und sind in Altenhof schon immer größer und größer geworden. Das heißt, wir haben schon dann ein großes Zelt aufbauen müssen. Aber mit 2700 Quadratmeter war dann eigentlich die Grenze von Altenhof erreicht, platzmäßig und infrastrukturmäßig. Und dann haben wir sich entschlossen, dass wir nach Wels gehen. Und wir haben jetzt, seit wir in Wels sind, das ist jetzt das dritte Mal, haben wir ja die Fläche schon wieder verdoppelt. Wir stehen jetzt bei 14.000 Quadratmeter Ausstellerfläche. Wir wünschen auch in Zukunft viel Erfolg für die Fachmesse Integra und den behinderten und pflegebedürftigen Menschen einen barrierefreien Alltag. Nicht zu vergessen ist ein besonderer Dank den pflegenden Angehörigen und dem Pflegepersonal in den verschiedenen Einrichtungen. Umgekehrt mache ich es dann wieder auf und hole man wieder zu.